hier, sind wir richtig? Oh, ein Ravenclaw. Dukan Hophaus. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hophaus. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Kann sein, dass das so wirkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es waren oft einfach die Umstände. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren und... Also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Das ist doch niedlich. So, wovor sollte man Angst haben? Erschreckst du dich auch vor... Ja, eigentlich ist die Frage, wovor man da Angst haben sollte. Knuddelmuffs sind doch diese kleinen, süßen, flauschigen Tierchen. Die sind doch niedlich. Wer hat denn Angst vor Knuddelmuffs? Die sehen süß aus, bis sie dir die Zunge in die Nase stecken. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Das ist nicht nett. Wenn jemand vor irgendwas Angst hat, ihn dann irgendwie noch runterzumachen, das ist überhaupt nicht nett. Das tut mir leid. Worte können echt wehtun. Danke. Poppy bietet ständig an, mir mit meiner Angst zu helfen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Ob das so eine gute Idee ist? Aber gut, wir lieben ja Abenteuer. Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Okay, ja, wir helfen ihm auf jeden Fall gerne aus der Patsche. Klingt spannend. Na gut, ich werde dir helfen. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Das ist doch mal was. So. Giftige Tapferkeit. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Mein Bruder hat damals... Dann schauen wir doch mal. Ah, apropos Kräuterkunde, dann können wir vielleicht direkt nochmal unsere Pflanze abernten, wenn wir wieder zur Kräuterkunde gehen. Oh, hier lang. Ich will auch einen Besen. Gib mir deinen Besen. Wie cool. Ich freue mich schon. Ich hoffe, wir kriegen auch bald einen Besen. Ist das eine Feuerschale? Können wir die anzünden? Incendio! Okay, anscheinend nicht. Haben die Rüstungen sich gerade bekämpft? Können wir hier helfen? Reparo! Wir können die Rüstung nicht reparieren. Ach, schade. Ah, ich hab's verpasst. Ich hätt's gern gesehen. Die haben sich wirklich bekriegt. Na gut. Stellt sich auch nicht wieder von alleine auf. Man kann kein Essen bespüren. So. Moment. Hier ist irgendwo noch eine... Ich finde Zaubertränke unerträglich. Und wenn es dann noch Ruf des Glockenturms. Revelio. Wir müssen aufpassen. Unsere Ausrüstung ist wahrscheinlich wieder gleich voll.
Geplättete Rüstung. Ah, auf der Rüstung ist eine Ogerkeule oder irgendwas. Diese Rüstung gehörte Sir Skagglethorpe, dem Achtlosen, der törichterweise einen Bergtroll zu einem Spiel Reise nach Jerusalem herausforderte. Ja, und er hat wahrscheinlich den letzten Sitzplatz hier bekommen und den wollte der Troll dann haben. Und naja, man sieht ja, was draus geworden ist. Unschöne Sache. Okay, wir sind im Hof. Und hier sind wir wieder beim Gewächshaus. Moment. Akio! Dich nehmen wir mit. Ist hier irgendwo der Eingang? Oh. Revelio. Was haben wir hier? Glumbumbel. Glumbumbel sind magische fliegende Insekten, die eine Art Sirup produzieren, der beim Verzehren Schwermut verursacht. Sie ernähren sich von Nesseln und bauen ihre Nester an dunklen und abgelegenen Orten. Leider befallen sie oft Bienenstöcke und haben verheerende Auswirkungen auf den Honig darin. Oha! Macht euch ab! Ich fürchte, wir müssen hier nach unten. Ich wollte aber eigentlich ins Gewächshaus kurz rein. Haben wir nicht hier irgendwo den Eingang? Oh, ein Gartendrache. Sehr cool. Okay, kommen wir nicht irgendwie hier ins Gewächshaus rein? Können wir hier? Was haben wir hier gefunden? Purpurroter Schal. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. So. Sehr cool. Okay. Und dann können wir auch gleich gucken. Wir haben noch was gefunden, ein Outfit. Das ist noch gesperrt. Aber das ist neu. Und sonst haben wir nichts Neues. Okay. Gut, dass wir hier hintergelaufen sind. Und nochmal ins Gewächshaus wollten. Na gut, gehen wir erstmal irgendwie den Weg lang. Laufe ich überhaupt richtig? Hier war doch eine Treppe nach unten, oder? Ja, perfekt. Oh, müssen wir hier was anzünden? Incendio! Okay, wir können hier was anzünden, aber vielleicht müssen wir mehr als einen anzünden. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Ah. Hier scheinen wir richtig zu sein. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Okay. Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Das ist relativ gruselig. Revelio. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Lumos. Ich denke auch. Wir sollten auf keinen Fall unser Licht ausmachen. Ich habe gerade gedacht, weil das Wasser von oben tropft. Das war auch hier wieder eine Aufgabe von Harry Potter und der Stein der Weisen. Wo die am Anfang in der Teufelsschlinge festgesessen haben. Wo geht's hier hin?
Revelio. Incendio. Können wir, schaffen wir das? Okay, sehr gut. Das heißt, hier oben gab es auf jeden Fall nur die Truhe. Au. Lumos. Wir brauchen... Wir dürfen dringend unser Licht nicht vernachlässigen. Macht euch ab. Incendio. Lumos. Was haben wir hier? Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Das könnte er wohl. Anscheinend hat die Teufelsschlinge eine Truhe beschützt. Incendio. Incendio. Lumos. Ah, okay, deswegen brauchen wir die Lampen. Incendio. Was haben wir hier? Revelio. Ah, war das der alte Unterrichtsraum? Oh. Incendio. Schon sehr gruselig hier drin, ne? Dann schauen wir doch mal, ob wir... Lumos. Hier rankommen. Incendio. Lumos. Okay, die Frage ist, wie komme ich an die Pflanze ran, ohne dass sie uns auffrisst? Hm. Ein paar Münzen. Vielleicht gucken wir erstmal hier. Oh, wir kommen hier in die Gewächshäuser rein. Revelio. Incendio. Können wir vielleicht? Accio. Levioso. Accio. Okay, wir können nicht nehmen. Revelio. Incendio. Lumos. Kann ich einfach hingehen und... Okay. Puh, ich hab gedacht, die frisst uns auf. Okay. Autsch. Na dann, schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Richtung Gewächshäuser. Wo sind wir hier? Hier. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Okay. Ach, die können wir sammeln. Na dann. Warum auch nicht? Und noch eine Truhe. Sehr nice. Mantel des Wilderers. Gar nicht so schlecht. Wo geht's hier hin?
Und hier geht's auch nach oben. Revelio. Noch ein paar Münzen. Ah, die Tür war von der anderen Seite verschlossen. Jetzt kommen wir hier rein, okay. Und wofür dann jetzt doch die Tür hier hin? Okay, da sind wir einfach nur auf der anderen Seite. Nein. Ah, da kommen wir da raus. Okay, dann können wir kurz hier rüber gehen. Oh. Aber dich können wir... Revelio. Okay. Diptanblätter können wir wieder sammeln. Ist irgendwas anderes nachgewachsen? Vielleicht hier? Schade, das ist wirklich nur die eine. Und da ist unsere hübsche Professorin. Die laden wir auf jeden Fall noch auf ein Butterbier ein. So. Okay. Immer, ja immer. Reisen erweitert den Horizont. Magst du recht haben, aber laufen ist auch schön. Gerade wenn man hier im Schloss unterwegs ist. So. Ich hab gerade... Da ist ein Schlüssel. Wo fliegt er lang? Was meinst du, wie Black... Okay, das wäre Schrank Nummer 2. Okay, wir müssen den Schlüssel wieder rechtzeitig klatschen. Okay, es reicht auch, wenn er kurz daneben ist. Sehr gut, wir haben noch eine Hausmarke gefunden. Und hier haben wir auch noch ein Rätsel. Okay, da muss ich wieder auf den Zettel gucken. Hausmarke. So. Ach nein, wir müssen ja gar nicht auf den Zettel gucken. Wir können ja einfach zählen. Ich hatte ganz vergessen, dass es auch geht. So, wir haben hier unten eine 9 und dann haben wir eine... Wo ist das andere? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir haben hier 14. Das heißt, hier würde noch eine 3 fehlen. Das heißt, hier fehlt die Hydra bei dem Zweifachen. Hier ist der eine. Okay, wir müssen erstmal finden, wo der mit den 2 hier drüben vielleicht irgendwo. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Okay, hier geht eine Treppe hoch. Vermutlich hier oben drüber. Ja. Wir sollten später noch. Die brauchen wir. Das haben Sie sicher Garlic zu verdanken. Warum sonst ist das der Einzige? So. Und da haben wir eine 21. Eine 11 steht schon da. Da haben wir noch 10. Und dann haben wir den Geistbock oder diesen Bock hier mit den Hörnern. Oder Dämon oder was auch immer. Der wäre eine 2. Das heißt, wir brauchen eine 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine 8 wäre in dem Fall diese Spinne. Diese Spinne. Und das müsste richtig sein. Sehr gut. Und wir bekommen einen Mantel. Und ein Gemälde. Halt. Revelio. Okay, sonst ist hier nichts mehr drin. Sehr gut, einen Schlüssel gefunden und noch ein Versteck. Das gefällt mir. Es geht voran. Hast du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Ja, das haben wir und du wirst es nicht glauben, was wir haben. Hallo Duncan, ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Gern geschehen.
Vielleicht, nein, wir sind ja... Wir haben gesagt, in dem Durchlauf sind wir auf jeden Fall lieb. Gern geschehen. Ich hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankuff Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal und bis bald. Ich bin so erleichtert. Dann ist nur noch die Frage... Danke für deine Hilfe. Mit Dankuff Knuddelmuff ist jetzt Schluss. Ja, dann ist halt wirklich jetzt nur noch die Frage, ob die ihm das glauben werden, dass er das selber war. So. Wir sind hier unten. Was haben wir hier? Oh, ein Akio-Duell. Wir könnten auch nochmal ein Akio-Duell machen. Und nach dem Akio-Duell könnten wir probieren, mit der Hauptquest weiterzumachen. Hier fehlen uns aber auch noch... Das ist nicht so weit. Ich gehe kurz hier mal zum Westturm. Oh, die Prüfungen. Tch. Sie verdienen alle nichts Besseres als ein Tee. So, einmal hier hoch. Ich halte alles blitzsauber, aber es heißt immer, was ist das für ein Gestank? Oh, was macht das Porträt? Diese demütige... Revelio! Genau, was ist das für ein Gestank? Penetrante Passage. Dieser Gang ist eigentlich relativ unscheinbar. Allerdings hinterließ der falsche Umgang mit einer Ernte von Mimbulus Mimbeltonia im 16. Jahrhundert und der damit eingehenden Tsunami von Stinkkraft einen ranzigen Geruch, der selbst der stärkste Putzzauber nicht beseitigen vermag. Okay. Ja, nicht so nett. Revelio. Ah, eine kleine Kiste. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Der Westturm. Hier klingelt doch noch irgendwas. Na gut, so. Wir müssen hier bestimmt nochmal hin. Rasen der Flugstunden. Rasen der Flugstunden? Wir brauchen unbedingt Flugstunden. So, hier ums Eck. Verzogene Mist. Da sind wir doch richtig. Ja, sehr gut. Und hier haben wir Akio-Duell. Ich glaube, das können wir nochmal spielen. Vielleicht gibt es hier noch was zu gewinnen. Aber es war auch Akio-Duell 1. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder 2 und 3 oder sowas. Und gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte, die wir gut gebrauchen können, denke ich mal. Umso mehr Erfahrungspunkte wir haben, desto einfacher werden die Hauptquests. So, dann geht's hier dann weiter, aber das hier in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.